zwar starte ich heute eine Intermittent Fastenkur, das heißt also ein periodisches Fasten. Anabole Diät sowieso, du isst den ganzen Tag Eier. Immer wieder Putenfleisch, ja, jede Menge Putenfleisch. Heute werde ich euch die berühmte Thunfischbodenpizza zubereiten. Ist ein Gericht, was ganz, ganz, ganz wenig Kohlenhydrate hat. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie ich mich ketogen ernähre und wie das lecker sein kann. Selbstbekenntnisse zur eigenen Ernährung. Das Internet ist voll davon. Es wird gepostet, geblockt und geklickt. Und immer wieder dreht es sich ums Essen. Hi Leute, ich bin's, der Andi vom Kochblog. Und heute dürft ihr mir mal beim Kochen über die Schulter blicken. Also, viel Spaß. Lecker, lecker, lecker. Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's. Fast alle, die in sozialen Netzwerken unterwegs sind, kennen solche Fotos, Blogs oder Rezepte. Jeder fünfte von ihnen postet selber mit. Weltweit gibt es im Netzwerk Instagram zum Begriff Food über 216 Millionen Beiträge. Viele posten auch zu Foodporn oder Yummy, also lecker. Und es wird auch immer öfter nach Begriffen rund um Ernährung gegoogelt, wie glutenfrei. Seit 2008 sind die Anfragen danach in Deutschland um das Fünffache gestiegen. Vegetarisch noch häufiger. Und die Suchen nach vegan haben sich sogar verzehnfacht. Was steckt hinter der Popularität von Essen im Netz? Der Wunsch nach Beliebtheit. Etwa 30% der Deutschen haben eine besondere Leidenschaft fürs Essen. Wissenschaftler haben sogar einen Namen für sie: Foodies. Typisch für sie, dass sie gerne präsentieren, wie gut sie sich in Sachen Ernährung auskennen und was sie Leckeres kochen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. What I eat in a day. Ein tagebuchmäßiges Festhalten meines Nahrungskonsums. Hallo, ich habe heute endlich mal ein Food Diary für euch. Das ist mein Frühstück, das ist mein Mittagessen, es gibt Abendbrot, einfach mit Brot und Belag. Laut Medienforschung möchten sich die Menschen in sozialen Medien immer möglichst positiv darstellen. Und Essen eignet sich da besonders gut. Bringt es doch jede Menge Likes und anerkennende Kommentare. Der Wunsch nach Gesundheit. Besonders Anhänger spezieller Ernährungsweisen teilen gerne ihr Essen und ihre Auffassung von gesunder Ernährung im Netz. In diesem Video möchte ich euch 6 Lebensmittel vorstellen, die ihr unbedingt meiden sollt, weil sie euch auf Dauer krank machen. Dass es heute mal um eine gesunde Ernährung gehen soll, beziehungsweise vielmehr eine basische Ernährung. Meidet alle Getreidesorten oder Lebensmittel, die Gluten beinhalten. Eine Grundregel: ernähr dich von allem, was aus dem Boden wächst. Meidet alle Milchproduktarten, die es gibt, egal ob es jetzt die Milch selber ist, Sahne, Joghurt. Und viele sind überzeugt, dass ihre Ernährung die einzig gesunde ist. Der Wunsch nach einem besseren Leben. Heute geht es um Ernährung als Lebensstil oder Ernährung als integralen Bestandteil des Lebens. Letztendlich, ja, du bist, was du isst, und das ist auch wirklich wahr, wenn man... Aber ich merke immer mehr, wie ich mich verändere und gelassener werde und alles. Das ist einfach so, das ist wie, wenn man tierische Produkte isst, habe ich das Gefühl, es ist wie, wenn man einen Schleier vor den Augen hat. Oder ich meine, klar, mich hat die Rohkost zum Leben meiner Träume gebracht, oder ich bin immer noch auf dem Weg dahin. Meiner Meinung nach ist das der Schlüssel zu fast allem. Schön, beliebt, gesund und glücklich. Viele Wünsche sorgen für den Essenshype im Internet. Und die richtige Ernährung soll all das erfüllen können. Das war großartig. Wenn Sie mehr davon haben wollen und wenn Sie mich nackt sehen wollen, dann drücken Sie bitte hier drauf. Nein, es war ein Witz. Ich bleib angezogen. Aber wenn Sie mehr sehen wollen, dann schon da drücken, weil das ist zum Abonnieren von unserem Channel.